Wir machen unsere russischen Holzpuppen weiter, aka Matryoshkas. Der gute Loser Tim wollte eine Figur aus dem Schloss im Himmel. Also machen wir den Roboter. Dafür brauchen wir so ein verrostetes Braun und es wird immer schwieriger, je kleiner die Matryoshkas werden. Ich habe mich am Kopf versucht, den relativ weit oben angesetzt, damit man noch den ganzen Körper drauf bekommt. Es tut mir so leid, bei den Armen hatte ich die ganze Zeit meinen Finger davor. Das bedeutet, man konnte nicht sehen, wie ich den male. Die Beinchen habe ich dann ein bisschen dünner gemalt und nochmal das auskorrigiert bei seinen Boobies. Oh yeah. Dann habe ich noch ein bisschen Moos-Details dran gemalt und wir haben unseren asiatischen C3PO. Wir haben auf jeden Fall stark angefangen und dann gut nachgelassen. Leute, wie findet ihr ihn? Und welche Figur soll die letzte Matryoshka werden?